Los geht's mit der Rubrik Ratschläge für Beton. Ist es nicht an der Zeit, jetzt schon über Weihnachtsbaumschmuck nachzudenken, bevor die Preise steigen? Viele Menschen betrachten Graffiti auch als Kunst. Aus einem Stahlrohr einen Holzbalken machen? Kein Problem. Dafür müsst ihr nur diesen Handwerker buchen. Präzise, saubere und unglaublich schöne Arbeit mit Glas. Laut Statistik verzehrt allein in den USA jeder Einwohner etwa 10 Kilogramm Eis pro Jahr.
Diese Armbänder sind übrigens aus reinem Silber. Welche Route der Fahrer dieses Lastwagens wohl genommen hat? Dieser Schutz hält die Oberseite der Getränkedosen sauberer. Diese Tür hat Glück. Sie wird bald wieder wie neu sein. Daraus wird künftig mal ein Duschbad. Ein Workshop zum Thema Schneiden von Dampfbrötchen. Bewertet mal die Qualität der Tönungsarbeiten. Ihr denkt, Töpfern ist aus der Mode gekommen? Nein, denn sogar Brad Pitt und Seth Rogen finden Zeit dafür. Thank you.
Nun ist es Zeit, die Hecken zu schneiden. Künftige Bauschönheit. Alltag in einer chinesischen Möbelfabrik. Der Abschluss der Markierungsarbeiten ist ein guter Grund, ein Video zu drehen. Dieser Handwerker weiß viel über die Arbeit mit Holz. Wozu wird der Rasen mit Sand bedeckt? Um seine Wurzeln für den Winter zu schützen. Eine weitere Farboption, die für Holzimination sorgt. Solche Polymerbeschichtungen werden häufig zum Füllen von Parkplatzböden verwendet. Thank you.
Als nächstes wird mit Verputz gearbeitet. Dabei hilft ein Flügelglätter. Für die Herstellung dieser Seife werden nur drei Zutaten benötigt: Olivenöl, Natriumchlorid und Wasser. Zum Schluss noch etwas Grünzeug.